dazu ist ganz spannend. Man hat so eine Studie gemacht mit Testosteron an Männern jetzt. Ich glaube aber, dass bei Frauen das gleich rausgekommen wäre. ohne es jetzt. Und da hat man quasi den Testosteronspiegel erhöht und hat festgestellt, dass die Männer dann sich sehr selbstsicher gefühlt haben und Bauchentscheidungen getroffen haben und sich sehr sicher waren, gute Entscheidungen getroffen zu haben. Und in Wirklichkeit waren sie sehr schlecht. Das heißt, Testosteron zum Beispiel hat bei uns im Gehirn den Effekt, wir fühlen uns so wie Superman oder Superwoman. Aber das heißt nicht unbedingt, dass unsere Entscheidungsqualität tatsächlich besser wird. Aber die Menschen neigen dazu, dem zu glauben, der am selbstbewusstesten auftritt. Ja. Es gibt ja ganz viele Studien, die zeigen, dass wer am meisten redet, den finden die Menschen schlau, egal was er sagt.